Ja, es ist jetzt 15 Uhr und wir kommen jetzt als nächsten Punkt zur Dringlichen. Das heißt, die Tagesordnung wird jetzt unterbrochen. Mit einer Dringlichen bleibt die SPÖ jedenfalls ihrem Lieblingsthema treu. Mit Preise runter statt Einmalzahlungen, die verpuffen, bevor sie ankommen, Herr Bundeskanzler, so der Titel der Dringlichen, geht es jetzt einmal mehr um das Thema Teuerung. Wie auch bereits eingangs heute früh in der Aktuellen Stunde. Die SPÖ fordert mit ihrer Dringlichen unter anderem, in den Markt einzugreifen und die Strompreise zu regulieren. Zudem wird vom Kanzler verlangt, die Milliardengewinne der Energieunternehmen abzuschöpfen. Das Thema Teuerung, wie gesagt, hat die ÖVP bereits heute früh in einer Aktuellen Stunde hingelegt. ÖVP und Grüne feierten da naturgemäß die bereits am 23. Juni und davor beschlossenen Maßnahmen gegen die Teuerung, während die SPÖ diese hart kritisierte. Ja, die dringliche Anfrage richtet sich, wie gesagt, an den Bundeskanzler, an Bundeskanzler Karl Nehammer. Zuletzt gab es eine dringliche der FPÖ an den Bundeskanzler, der dann nicht erschienen ist, sondern von der Staatssekretärin Claudia Blackholm vertreten ließ. Das sorgte für ziemlich viel Aufregung und wurde auch heute bereits vor Eingang in die Tagesordnung besprochen. Es wurde nämlich ein Gutachten eingeholt wegen der Nichtbeantwortung von Fragen. Diesmal bei der dringlichen Anfrage. Aber jetzt hat der Bundeskanzler Platz genommen auf der Regierungsbank und es kann dann mit der Dringlichen begonnen werden. Selbstständigen Antrag 2682, da inzwischen allen Abgeordneten zugegangen ist, erübrigt sich die Verlesung durch den Schriftführer und dürfte Frau Klubber, Frau Randy Wagner als Antragstellerin zur Begründung des Dringlichen Antrages das Wort erteilen, gemäß § 74 Absatz. Den Anfang macht SPÖ-Chefin und Clubchefin 20 Minuten. Pamela Randy Wagner von der SPÖ. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, Herr Bundeskanzler, sehr geehrte Bundesregierung, sehr geehrte Damen und Herren, Hohes Haus. Die Zeiten sind ernst, aber nicht aussichtslos. Aber wenn man sich umhört in unserem Land, dann hört man vor allem, dass die Menschen verunsichert sind, viele sind ratlos, viele der Älteren, der Großeltern, der Urgroßeltern fühlen sich zurückversetzt in die Nachkriegszeit und immer mehr haben Angst. Sie haben Angst vor der Armut, sie haben Angst vor der Zukunft. Die Inflation, wie Sie wissen, ist so hoch wie seit fast 50 Jahren nicht mehr. Und das Traurige ist, dass die Prognose keine viel bessere ist. Die Expertinnen und Experten sagen, dass wir schon bald die 10%-Marke bei der Inflation durchbrechen werden. Und eine aktuelle Studie zeigt ein desaströses aktuelles Bild von Österreich. 1,7 Millionen Menschen können sich in unserem Land aktuell nicht leisten, unerwartet große Ausgaben zu leisten. Was ist groß? Über 1.000 Euro. Wenn man sich Gasnachzahlungen, Stromnachzahlungen aktuell anschaut, dann sind das oft viele 1.000 Euro, die die Menschen derzeit bezahlen müssen. 1,7 Millionen Menschen wissen nicht wie. Fast 400.000 Menschen haben nach dieser Studie nicht genug Geld, um zu heizen. 400.000 Menschen. Und bereits jetzt sind 1,5 Millionen Menschen armutsgefährdet. Armutsgefährdung heißt, sie haben ein monatliches Einkommen unter 1.300 Euro. Das sind viele Pensionistinnen und Pensionisten darunter. Das sind Langzeitarbeitslose, chronisch kranke Menschen, die aufgrund ihrer Krankheit nicht arbeiten gehen können. Sehr, sehr viele Frauen. Und vergessen wir eines nicht, fast ein Viertel aller Armutsgefährdeten in Österreich sind Kinder. Sind Kinder. Und wir reden hier von 370.000 Kindern in Österreich, die armutsgefährdet sind.
Und all die Krisen, die wir seit über zwei Jahren in Österreich haben und die aktuelle Teuerung macht es nicht leichter, verstärken diese Armutsgefährdung. Und das mehr. Und dass immer mehr Menschen in Österreich sogenannte Sozialmärkte mit speziell niedrigen Preisen für Lebensmittel stürmen müssen, dass die Schlangen davor immer länger werden, weil sie sich sonst Lebensmittel zum täglichen Leben nicht mehr leisten können, das ist eine Situation, die man einfach nicht akzeptieren darf, die ich nicht akzeptieren will und die ich nicht akzeptieren kann, sehr geehrte Damen und Herren. Denn arm im reichen Österreich, das ist eine bittere Realität. Und dieser Realität sollten Sie sich stellen, Herr Bundeskanzler, anstatt hier Seitengespräche zu führen. Laut Fiskalrat in Österreich können sich mehr als ein Drittel der Haushalte in Österreich die täglichen Ausgaben nicht mehr leisten. Ja, Sie sind nicht betroffen, deswegen interessiert Sie es nicht, sehr geehrter Kollege von der ÖVP. Das glaube ich gerne. Und dass 35% der Menschen in Österreich sich tägliche Ausgaben nicht mehr leisten können, zeigt ja, dass die Teuerung bereits tief in der Mittelschicht angekommen ist, tief in der Mittelschicht Österreichs. Diese Teuerung trifft die Pensionistinnen und Pensionisten des Landes. Sie können sich gerne zu Wort melden und wir werden sehr gespannt sein, was Sie zu sagen haben. Ich verstehe Ihre Nervosität auf der Seite der ÖVP. Ich wäre auch nervös an Ihrer Stelle. Und diese Teuerung, von der Sie offenbar nicht viel wissen wollen, trifft die Pensionistinnen und Pensionisten, Millionen von Menschen in unserem Land, die ihr ganzes Leben, 30, 40 Jahre lang gearbeitet haben, hart gearbeitet haben. Und es trifft aber immer stärker auch jene, die mitten im Erwerbsleben stehen, die Jungen, die am Beginn ihrer Erwerbstätigkeit stehen, die Frauen, die von Altersarmut jetzt noch stärker betroffen sind, die Alleinerzieherinnen und die hart arbeitende Mittelschicht. Und diese Mittelschicht ist das Leistungsrückgrat. Sie ist das Leistungsrückgrat in unserer Gesellschaft. Sie ist das Fundament des sozialen Friedens in Österreich. Sie ist das Fundament unseres gesellschaftlichen Zusammenhalts. Und es sind viele Arbeiterinnen und Arbeiter, Angestellte, es sind jene Menschen, die Betriebe, die die Produktionen in Österreich am Laufen halten. Es sind die Pflegerinnen und Pfleger, es sind kleine und mittlere Unternehmerinnen und Unternehmer. Und ich sage Ihnen, Herr Bundeskanzler, wenn die Mittelschicht kippt, dann kippt alles andere auch sehr schnell. Und blicken Sie dieser Realität ins Auge. Blicken Sie dieser Realität ins Auge und es wird Ihnen bewusst werden, dass vieles in Österreich am Spiel steht. Denn gleichzeitig wissen wir auch eines, diese aktuelle Krise, diese Teuerung wird nicht in wenigen Wochen oder Monaten vorüber sein. Und das ist das große Problem. Wir können es nicht in wenigen Tagen und Wochen lösen. Und wenn nicht rasch gegengesteuert wird, dann werden diese Preise erbarmungslos weiter steigen. Und ich weiß, was Sie jetzt gleich in Ihrer Rede sagen werden, nämlich das, was Ihr Finanzminister schon heute früh gesagt hat. Die Regierung kann nichts dafür, die Teuerung ist importiert. Das hatten wir schon bei Corona gehört. Was kann die österreichische Bundesregierung machen? Es ist eine weltweite Pandemie. Aber Herr Bundeskanzler, es ist zu wenig, einfach darauf mit Achselzucken zu reagieren. Und kommen Sie endlich aus dieser ewigen Opferrolle heraus und übernehmen Sie Verantwortung für Österreich. Anstatt rasch, verantwortungsvoll und wirkungsvoll zu handeln, das wäre notwendig,
warteten sie monatelang ab, zauderten sie wochenlang, führten sie Scheindiskussionen und beschwichtigten sie. Während andere europäische Länder da ganz anders drauf waren und seit Monaten Maßnahmen gegen die Teuerung gesetzt haben. Während die EU-Kommission seit Monaten allen Mitgliedstaaten Möglichkeiten und Instrumente in die Hand gegeben hat, um diese Teuerung zu bekämpfen. Und in Österreich passierte viel zu wenig. Viel zu spät. Ich bitte, dass die Diskussion ordnungsgemäß abgeführt werden kann, den Redner nicht zu unterbrechen, bitte. Liebe ÖVP, das ist das größte Problem Österreichs seit Jahrzehnten. Und ich erwarte von Ihnen eine Ernsthaftigkeit und Respekt gegenüber den Österreichern, dieses Problem zu lösen. Das, was diese Bundesregierung in den letzten Monaten gemacht hat mit Scheindiskussionen und Zauderei, sie hat die SPÖ, die seit Monaten darauf hinweist, seit Oktober letzten Jahres der Teuerungshysterie bezichtigt. Und da wurde offenbar in der Regierung nach einem Prinzip gehandelt, nämlich nach dem Prinzip Hoffnung. Nämlich die Hoffnung, dass sich diese Teuerung so wie Corona in Luft auflöst, nämlich von selbst. Und in dieser Zeit, in diesen wertvollen Monaten, sind die Preise weiter gestiegen. Was sonst? Das Leben ist immer teurer geworden. Die Spritpreise, die Lebensmittelpreise sind explodiert. Die Strom- und Gasnachzahlungen in der Höhe von Tausenden von Euro sind in die Haushalte per Post gekommen. Die Mieten wurden erhöht. Und gleichzeitig könnte das Gas noch knapp werden. Das Gas könnte bald knapp werden, was zu gefährlichen Versorgungsproblemen kommen kann. Und genau diese Versorgungsprobleme und diese Knappheit führt in weiterer Folge zu einer weiteren Preisexplosion, spätestens im Herbst. Aber auch hier wurde beschwichtigt. Und es wurde gesagt, das Gas in den Speichern reicht aus. Tatsächlich reicht es nicht aus, wie wir seit wenigen Tagen wissen. Ja. Und wissen Sie, das ist der rote Faden. Das ist der rote Faden, der sich durch die türkis-grüne Regierungsarbeit seit 2,5 Jahren zieht, von Corona bis Teuerung. Den Menschen Sand in die Augen streuen und im falschen Glauben, Probleme aussitzen zu können. Ja, oder nach bewusstem Kalkül. Aber Herr Bundeskanzler, wissen Sie, was Sie den Österreicherinnen und Österreichern in dieser schwierigen Zeit von Anfang an schuldig geblieben sind? Ehrlichkeit. Aber nur Ehrlichkeit schafft Vertrauen. Und dieses Vertrauen haben Sie in der Bevölkerung in Österreich schon längst verloren. Und dieses Vertrauen, das brauchen Regierende, um in schwierigen Zeiten Krisen bewältigen zu können. Sie brauchen dieses Vertrauen wie Luft zum Atmen. Sonst funktioniert es einfach nicht, wie wir tagtäglich erleben. Und statt zu beschwichtigen und vor der Realität zu flüchten, wäre es von Anfang an so wichtig gewesen, sich als Regierung hinzustellen und einen klaren, einen ehrlichen Befund unserer Situation zu machen. Und wenn man als Ärztin einem Patienten gegenüber sitzt, wird er auch nur dann Vertrauen haben, wenn man gegenüber ihm ehrlich ist, wenn man ihm die Wahrheit sagt, auch wenn sie bitter ist. Wenn man ehrlich sagt, ja, die Diagnose ist schlecht, aber ich habe eine gute Therapie für Sie. Nur dann wird dieser Patient vertrauen. Und das schafft nicht nur das notwendige Vertrauen, Herr Bundeskanzler, das schafft auch Zuversicht, das schafft Optimismus. Und genau das fehlt in Österreich gerade so sehr. Und genau das brauchen die Menschen in Österreich in dieser schwierigen Zeit, in dieser Ausweglosigkeit. Und genau das brauchen wir alle, eine realistische Zuversicht, dass wir das gemeinsam schaffen können. Aber diese Therapie, von der ich rede, diese gute und richtige Therapie, braucht einen Plan. Einen Plan, der Ursachen bekämpft und nicht nur die Symptome mit Einmalzahlungen, die verpuffen. Und Herr Bundeskanzler,
flüchten Sie nicht vor der Realität und sagen Sie den Menschen endlich die Wahrheit. Sich diesen großen Krisen entgegenzustellen als Regierung, heißt aber auch, den sozialen Frieden und den sozialen Zusammenhalt zu bewahren, heißt auch, die Wirtschaft am Laufen zu halten. Und der Pessimismus in der Bevölkerung nimmt dramatisch zu, die Konsumausgaben gehen dementsprechend rasch zurück. Und all das hat Auswirkungen auf die heimische Wirtschaft in Zukunft, auf die Arbeitsplätze, auf die Gesellschaft als Ganzes. Und zu diesem Konsumeffekt kommt das Damoklesschwert des schon erwähnten Gasstopps jetzt noch oben hinzu. Und das führt zu weiteren Preisexplosionen. Und auch die Wirtschaft steht in Österreich bisher ohne Sicherheitsnetz da. Die Folgen wären fatal. Es wäre eine Vernichtung von Arbeitsplätzen in Österreich in einem Ausmaß, das wir so noch nie gesehen haben. Sehr geehrte Damen und Herren, die Regierung macht einen folgenschweren Fehler, wenn sie glaubt, diesen gewaltigen Problemen mit Einmalgutscheinen begegnen zu können. Denn ihre Einmalgutscheine verpuffen, bevor sie angekommen sind. Und ich habe bereits in der letzten Sondersitzung, das war übrigens Ihre Sondersitzung, an Sie, Herr Bundeskanzler, appelliert. Sie haben leider daran nicht teilgenommen. Ein Beispiel habe ich damals genannt, und da Sie heute da sind, möchte ich dieses Beispiel wieder erwähnen. Und es ist keine fiktive Geschichte von Max und Moritz, sondern es ist eine reale Pensionistin aus Niederösterreich, die geschrieben hat und die in einem kleinen Einfamilienhaus in Niederösterreich lebt. Und sie hat eine Gasnachzahlung jetzt bekommen in der Größenordnung von 2.300 Euro. Das heißt, der Preis hat sich für sie verdreifacht. Und die Vorschreibung, das ist ja damit immer dann parallel gehend, die Vorschreibung fürs nächste Jahr ist um 4.000 Euro für diese alleinstehende Pensionistin gestiegen. Und die ist nicht allein. Das ist nicht die einzige. Und wir reden hier nicht nur vom Gas. Diese Frau hat ja auch Strom zu bezahlen. Die hat ja auch Lebensmittel zu kaufen. Und bis Mitte 2023 zahlt diese Pensionistin nur für Gas 800 Euro mehr Umsatzsteuer an den Finanzminister durch die Preissteigerungen allein. 800 Euro. Damit erhält sie weniger Einmalzahlungen von Ihnen aus Ihrem angeblichen Antiteuerungspaket, als sie zusätzlich an Umsatzsteuern an Sie bezahlt. Also, was soll für diese Frau da Gutes aus ihrem Antiteuerungspaket herausschauen? Und allein dieses Beispiel. Und allein dieses Beispiel einer Pensionistin aus Niederösterreich zeigt, dass diese Einmalzahlungen nicht funktionieren. Und wissen Sie, worum es geht in der Bekämpfung von Krisen? Es geht darum, unsere Gesellschaft zusammenzuhalten. Und ja, es kann keine wichtigere, es kann keine höhere Aufgabe für eine Regierung geben, als in schweren Zeiten den wichtigen sozialen Frieden zu bewahren und die soziale Sicherheit in Österreich aufrechtzuerhalten. Das müsste ihr oberstes Ziel sein. Und ja, Krisen stellen außergewöhnliche Situationen dar, und außergewöhnliche Situationen brauchen außergewöhnliche Lösungen. Aber außergewöhnliche Lösungen, Herr Bundeskanzler, brauchen wiederum Mut. Und Sie brauchen einen Plan. Und genau das fehlt Ihnen, Herr Bundeskanzler. Und was ist das drängendste Problem? Es ist der Gaspreis. Und daher braucht es jetzt den Mut. Jetzt rasch den Mut, für eine gewisse Zeit in das Gaspreis- und Strompreissystem einzugreifen. Die Preise müssen österreichweit runter. Das hilft nicht nur den Menschen aktuell, damit das Leben wieder leistbarer wird, es hilft auch der Wirtschaft und es dämpft die Inflation. Das wäre der Sinn dahinter. Ein österreichweiter Preisdeckel für Gas wäre daher dringend notwendig, um die dramatische Preisspirale nach oben zu stoppen. Denn von niedrigen Strompreisen profitieren die Menschen und die Wirtschaft. Und wie soll das funktionieren? Wir schlagen einen zeitlich befristeten Preisdeckel auf Energie. Wir schlagen einen österreichweiten Preisdeckel auf Energie vor. Strom wird unterschiedlich erzeugt. Sie wissen das: Wasserkraft, Windkraft, Gas, Sonnenenergie.
Und das aktuelle Preisbildungssystem ist so absurd, dass nur das teuerste Energiesystem den Preis für Strom bestimmt. Und das führt zu den extrem hohen Strompreisen auf der einen Seite und zu extrem hohen Übergewinnen bei manchen Stromerzeugern auf der anderen Seite. Beides ist falsch und problematisch. Und spätestens jetzt sollte allen klar sein, dieses System funktioniert in der Krise nicht. Und genau deswegen haben Spanien und Portugal diesen Preisdeckel bereits vor Monaten eingeführt. Und wissen Sie, was das dort erzielt hat? Der Strompreis konnte signifikant gesenkt werden für 40% der spanischen und der portugiesischen Haushalte hat sich die Stromrechnung in Folge halbiert. Halbiert. Aber apropos Milliardenübergewinne. Es geht sich auch nicht mehr aus, dass einige wenige Energieerzeuger in Österreich Übergewinne machen, die ungerechtfertigt sind. Und gleichzeitig Pensionistinnen und Pensionisten und die hart arbeitende Mittelschicht immer stärker unter Druck gerät, immer mehr Mehrwertsteuer an sie abführen muss. Und diese Schieflage muss begradigt werden, sehr geehrte Damen und Herren. Diese Milliarden an Übergewinnen müssen abgeschöpft werden und zur Hälfte zurück in Antiteuerungsmaßnahmen und zur anderen Hälfte, ja, in den Ausbau erneuerbarer Energie gesteckt werden. Das wäre ein vernünftiger, ein fairer und ein gerechter Weg. Herr Bundeskanzler, verabschieden Sie sich endlich vom Prinzip Hoffnung. Das gilt für die Bekämpfung der Teuerung, das gilt für die Bekämpfung der Covid-Krise, das gilt für die Energiesicherheit und das gilt auch und insgesamt auch für die Bundesregierung. Denn ich glaube, Sie sind mittlerweile der Einzige in Österreich, der noch die Hoffnung hat, dass diese türkis-grüne Bundesregierung wirklich noch etwas Sinnvolles in dieser schwierigen Zeit für unser Land zustande bringt. Ja, jeder Tag länger türkis-grün in dieser Zeit ist ein verlorener Tag für Österreich. Auch dieser Realität sollten Sie ins Auge schauen. Dankeschön. Wenn die Mittelschicht kippt, kippt alles andere sehr schnell. So SPÖ-Chefin und Clubchefin Pamela Rendi-Wagner. Expertinnen und Experten sagen, wir werden bald die 10%-Marke bei der Inflation überschreiten. 1,7 Millionen Menschen in Österreich wissen nicht, wie sie die Strom- und Gasrechnung zahlen sollen, so Rendi-Wagner. Mehr als ein Drittel der Haushalte in Österreich können sich die Ausgaben nicht mehr leisten und viele Kinder sind armutsgefährdet. Außerdem, so Rendi-Wagner, die Regierung soll in das Gaspreis- und Strompreissystem eingreifen. Die Preise müssen runter. Auch die Wirtschaft würde davon profitieren. Und einmal mehr fordert die SPÖ einen Preisdeckel. Als nächstes am Wort ist der angesprochene Bundeskanzler. Wie sich der Herr Nehammer und der Herr Kocher während der Rede der Frau Abgeordneten Rendi-Wagner benommen hat. Und ich sehe es als Ihre Aufgabe, die beiden Herren erstens darauf hinzuweisen, dass Sie in diesem Hause Gast sind und zweitens, dass Sie sich, wenn eine Abgeordnete spricht, ihr überhebliches Grinsen sparen können in diesem Haus. Eine Wortmeldung war das nun von Jörg Leichtfried von der SPÖ in Richtung Karl Nehammer und Arbeitsminister Kocher. Zur Geschäftsordnung der Klubobmann Böginger. Also es ist unglaublich, welche Geschäftsordnungsdebatten wir in letzter Zeit hier führen. Ich bin 20 Jahre im Hohen Haus. So etwas hat man noch nicht erlebt. Der Bundeskanzler ist anwesend, hört der Rednerin zu. Es sind weitere drei Regierungsmitglieder da. Und die SPÖ hat nichts anderes zu tun, als zu diffamieren, als auf eine Person loszugehen, die Tag und Nacht für dieses Land arbeitet, nämlich unser Bundeskanzler. Nur aus der Unverfrorenheit heraus, nirgends mitstimmen, alles besser wissen und auch hier die Geschäftsordnung überzustrapazieren. Lassen Sie das zu Hause, es braucht niemand, Herr Kollege Reifried. Zu Wort gemeldet ist der Bundeskanzler.
Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, liebe Gäste auf der Galerie. Vielleicht zur Einordnung der Geschäftsordnung des Nationalrates, Herr Klubob, Frau Stellvertreter. Wir sind nicht nur Gäste hier in diesem Hohen Haus, sondern wir haben auch Rechte und dazu zählt das Rederecht. Und das nehme ich jetzt sehr gerne in Kauf. Aber wenn Sie schon die Geschäftsordnung des Nationalrates quälen, indem Sie eine Wortmeldung wie diese gerade machen, dann haben Sie schon recht. Der Arbeits- und Wirtschaftsminister und ich mussten tatsächlich lächeln, denn bei der Realitätsferne der Klubobfrau der SPÖ ist Lächeln besser als Trübsalblasen. Während die SPÖ-Fraktion jetzt hier im Parlament Tafel hält und die Klubobfrau von fiktiven Lösungen spricht, hat diese Bundesregierung die Aufgabe, tatsächlich für Lösungen zu sorgen, die die Menschen entlasten in dieser Phase der Krise. Und die Krise ist tatsächlich ernsthaft. Die Pandemie ist nicht vorbei, die Energiekosten hoch, die Teuerung, die Inflation und der Krieg in der Ukraine und das Verhalten der Opposition freut maximal die Russische Föderation, aber trägt nicht zur Lösung der Probleme bei. Darf ich bitten, die Tafel nach einer Minute runterzutun? Wir haben vereinbart, dass wir nach einer halben Minute, ich habe jetzt eine Minute gegeben, wir haben Zeit, bitte sehr. Mehrfach, und das war eigentlich mein Ansinnen, als ich hier in das Hohe Haus gekommen bin, war ich der SPÖ sehr dankbar, dass sie dieses ernste Thema noch mal aufgreift. Aber bei der Rede der Klubobfrau der SPÖ ist mir George Bernard Shaw eingefallen, der gesagt hat, auf komplexe Fragestellungen gibt es leichte Antworten, die in der Regel falsch sind. Er hat wohl Sie dabei gemeint, wenn es um die Problemlösung geht. Es erstaunt mich und erschüttert mich gleichzeitig, dass einer der größten Oppositionsparteien in Zeiten des Krieges auf dem Kontinent, einer der größten Herausforderungen, die die Republik zu begegnen hat, mit Halbwahrheiten, Desinformation und ganz simplen Populismus versucht, politisches Kleingeld zu wechseln und Neuwahlen dadurch herbeizureden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, da haben Sie recht, da vergeht mir das Lachen. Das ist der Kriegssituation und der Ernsthaftigkeit der Situation dieser Republik tatsächlich nicht angemessen. Und wir sollten viel mehr auf Einheit in dieser Republik achten und auf Gemeinsamkeit und nicht auf parteipolitischen Populismus. Ansonsten ist es nicht zu erklären. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die uns jetzt zusehen, die SPÖ werde ich nicht überzeugen, aber Sie auf der Galerie und zu Hause, die uns zuschauen, sollten schon eines wissen. Die SPÖ stimmt gegen die Valorisierung von Sozialleistungen, eine langjährige Forderung der SPÖ in Krisenzeiten, nur um der Parteipolitik zu frönen und dieser zu huldigen und Neuwahlen herbeizureden. Das ist kein krisenadäquates Verhalten. Aber ich scheue mich nicht, Ihrer Polemik zu kontern, denn Polemik hilft in einer Phase der Krise überhaupt nicht. Mit keiner einzigen Wortmeldung von Ihrer Seite lösen Sie Probleme der Menschen. Ganz im Gegenteil, wir erleben Panikmache, Hysterie, ein Szenario des Untergangs, das keine einzige Sorge, auch nicht der Pensionistin, die Sie beschrieben haben, nimmt. Wir müssen die Sorgen der Menschen ernst nehmen und wir müssen sie lösen und wir machen das mehrfach. Die große Steuerreform, die beschlossen worden ist mit 18 Milliarden Euro Volumen, beginnt jetzt zu wirken. Wir senken die Tarifstufe. Das ist etwas, worüber man gar nicht mehr spricht, aber wichtig ist für das Einkommen der Menschen. Wir haben mehrfach, und das ist die Realitätsverweigerung der SPÖ,
Antiteuerungspakete beschlossen, schon zu Beginn des Jahres, als Sie noch gar nicht gewusst haben, dass die Teuerung tatsächlich ein großes innenpolitisches Thema wird und Sie für eine Neuwahlpolemik dann nützen wollen. Das, was die Menschen jetzt definitiv nicht wollen, ist auseinanderdividieren, Streit, sondern sie suchen Einheit in der Krise, Sicherheit in der Führung, und dafür arbeitet diese Bundesregierung. Und grundsätzlich ist uns ja als Volkspartei nicht fremd, dass die Sozialdemokratie mit Milliardenbeträgen keine große Problematik sieht, wenn man an die Staatsverschuldung denkt unter sozialdemokratischen Regierungen. Aber wenn man dann anschaut, dass in der ersten Stufe der Entlastung jetzt dieser Maßnahmen, die wir setzen, 6 Milliarden Euro drinnen stecken, und dann hier aufs Rednerpult zu gehen und zu sagen, diese Regierung macht nichts, dann bleibt es Ihnen überlassen, auf der Galerie und vor den Fernsehgeräten zu beurteilen, welche Form von Politik das ist. Sie geht an der Realität vorbei. Wir entlasten die Menschen. Wir entlasten die Menschen mittlerweile in diesem Jahr zum dritten Mal und mit einem Sofortmaßnahmenpaket und mit einem strukturellen Reformpaket. Das Sofortmaßnahmenpaket im 6 Milliarden Euro Wert heißt, dass wir Menschen mit geringen Einkommen sofort 300 Euro zur Verfügung stellen, dass wir die Familienbeihilfe, die 13. Familienbeihilfe ins Leben rufen und die noch dazu erhöht mit 180 Euro, die im August ausbezahlt wird, eben vor dem Schulstart. Wir werden den Familienbonus im September von 1.500 auf 2.000 Euro pro Jahr pro Kind erhöhen, und wir werden im Oktober den Antiteuerungsbonus und den Klimabonus in der Höhe von 500 Euro auszahlen, pro Kopf im Haushalt und pro Kind die Hälfte. Wenn man das negiert, wenn man das negiert, dann macht man das, was in einer Krisensituation am schädlichsten ist. Man versucht weiter Panik zu schüren. Man versucht Desinformation zu verbreiten. Das, was Sie tun, ist eine Desinformation der Menschen. In einer Zeit, wo Krieg in Europa herrscht und wir vor der größten Krise in der Zweiten Republik stehen. Und es ist genauso wichtig, in all diesen Maßnahmen nicht nur darüber zu sprechen, sondern wissen Sie, was mein bestes Argument sein wird? Nicht hier die Rede im Hohen Haus. August, September, Oktober. Da werden die Menschen die Entlastung spüren und werden sehen, was ihre Worte wert sind im Vergleich zu der Arbeit der Bundesregierung. Die SPÖ hat nach dem Zweiten Weltkrieg diese Republik mit aufgebaut. Wir haben wieder Krieg in Europa, und sie verhält sich geradezu so, dass die Angst und Krisentreiberei dazu führt, dass die Menschen noch mehr verängstigt sind. Und wissen Sie was? Sie haben das Vertrauen in die Bundesregierung angesprochen, das tatsächlich gerade sehr leidet. Aber wissen Sie, was das Interessante ist? Auch das Vertrauen in die Opposition. Und das ist Ihrer Arbeit geschuldet, weil Sie eben nicht redlich sind, weil Sie nicht versuchen, die Ernsthaftigkeit der Lage zu begreifen, weil wir nicht gemeinsam versuchen, was jetzt in der Zeit der Krise so wichtig wäre, gemeinsam versuchen, den Menschen zu helfen, sondern hier Parteipolitik betreiben. Und weil Sie die Pensionistin angesprochen haben, ja, auch da werden wir besonders helfen. Wir werden hier den Absetzbetrag früher geltend machen, ab September gestaffelt, im Wert von 500 Euro. Das ist eine wichtige Maßnahme für Menschen, die Pensionen beziehen. Aber ja, Sie haben recht. Es geht nicht nur, den Menschen direkt zu helfen, sondern auch der Struktur, den Unternehmerinnen und Unternehmern, die die Arbeitsplätze schaffen und durch die Lohnnebenkosten, Sozialversicherungsbeiträge, Steuereinnahmen, Wohlstand in diesem Land tatsächlich möglich ist. Auch da wurden ganz gezielte Entlastungsschritte gesetzt. Die Lohnnebenkosten wurden gesenkt im Wert von 450 Millionen Euro. Wir haben die Herbstlohnrunde vor uns, und wir haben es geschafft, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer die Möglichkeit haben, in den Kollektivvertragsverhandlungen
3.000 Euro lohnsteuerfrei und sozialversicherungsbeitragsfrei und arbeitgeberfrei mit anzubieten, damit die Menschen tatsächlich mehr Geld haben, aber gleichzeitig auch die Lohnverhandlungen der Sozialpartner hier von der Regierung positiv begleitet werden. Neben den Sofortmaßnahmen, die ich jetzt beschrieben habe, haben wir auch eine strukturelle Reform angegangen, die einzigartig ist in der Republik und seit 30 Jahren diskutiert worden ist. Die Abschaffung der schleichenden Steuererhöhung. Auch da keine Zustimmung von Seiten der Sozialdemokratie. Auch da ein klares Zeichen für die Menschen. Diese Opposition will Parteipolitik betreiben, aber nicht die Not der Menschen mildern. Wir schon, weil wir strukturell das Steuersystem verändern. Die schleichende Steuerprogression, die schleichende Steuererhöhung wird abgeschafft zu 100%. Der Staat behält sich einen Handlungsspielraum genau für die Gruppen, für die sie angeblich stehen und werben. Und das in einem Zynismus, Spott und Hohn von der Seite der Opposition, hier von der Seite der SPÖ abgetan wird. Aber wir setzen die Abschaffung der kalten Progression um und wir werden den Weg der Entlastung für die Menschen in der Krise auch weitergehen. Das nächste Jahr wird mit Sicherheit auch herausfordernd. Ja, und wir werden auch nächstes Jahr treffsicher den Menschen direkt helfend und nicht die inflationstreibend agieren. Aber ich will nicht unobjektiv sein, die SPÖ hat tatsächlich einen Vorschlag gemacht. Sie spricht von Preisdeckeln, Preisdeckel einziehen. Warum haben wir das als Bundesregierung nicht gemacht? Es ist genauso wie vorher zitiert. Komplexe Probleme, einfache Lösungen, sie funktionieren nur leider nicht. Schauen Sie nach Deutschland, wo der Benzinpreis und der Dieselpreis ist so hoch wie vor der Steuerreduktion. Schauen Sie nach Ungarn, wo es eine Angebotsverknappung gegeben hat. Und das können nicht die Antworten für die Menschen sein, wenn sie tatsächlich entlastet werden wollen. Und jetzt Sie sehen, Frau Klopopfrau, ich schätze eigentlich den faktenbasierten Dialog und nicht die Polemik. Reden wir über den Preisdeckel bei Lebensmitteln, reden wir über den Preisdeckel bei Brot. Reden wir darüber, ob die Sozialdemokratie ihren Vorschlag zu Ende gedacht hat. Was passiert, wenn wir einen Preisdeckel einziehen? Der Bäcker bekommt einen fixierten Preis. Das Grundnahrungsmittel wird aber teurer. Das heißt, er kann das Brot um diesen Preis in Wahrheit gar nicht produzieren. Das heißt, durch diese Preisdeckel-Idee helfen Sie den Menschen nicht, weil es zu einer Verknappung des Angebotes kommt, und Sie gefährden Arbeitsplätze. Das ist das, was der Spruch so treffend bezeichnet. Komplexe Fragen, einfache Lösungen, die nicht funktionieren. Und es dürfte ja jeder in offensichtlich seiner Wirklichkeit leben. Also es gibt die SPÖ-Wirklichkeit und es gibt die reale Wirklichkeit. Dann ist es so, dass wir auch sehen müssen, dort, wo der Staat tatsächlich Einfluss nimmt, ist auch dem Beispiel gefolgt worden. Der Verbund steht im Mehrheitseigentum der Republik Österreich. Und ich bin den Aktionärinnen und Aktionären und dem Vorstand dankbar für seine Maßnahmen, die der Verbund getroffen hat. Er hat einerseits den Verbundkunden 2 Monatsraten erlassen, er hat den armutgefährdenden 4 Monatsraten erlassen und er gibt dem Staat eine Sonderdividende, damit dieses Geld wieder genau zurückfließt, dort, wo es hin muss, nämlich in die 26 Milliarden Euro Entlastung, die dieses dritte Paket beinhalten. Und weil ich gerade den lachenden Matzenetter sehe, direkt beim Mikrofon, Steuerexperte. Herr Matzenetter, du bist das nicht.
Sie müssen sich noch ein wenig gedulden mit der Wortmeldung zur Geschäftsordnung. Bin neugierig, was dann tatsächlich folgt. Wir sind und leben in einer Zeit der totalen Verunsicherung. Aber die Abgeordnete Belakovic, Sie können das nicht hören, wenn sie rausruft. Sie hat mich darauf hingewiesen, dass ich nicht voraussehen kann, was die Wortmeldung des Kollegen Matzenhetters denn ist. Aber lassen Sie mich, und das ist ja auch ein Narrativ der FPÖ, eine Erzählung der FPÖ, die Sie so gerne pflegen, gemeinsam mit der SPÖ. Der Finanzminister macht sich ein Körperlgeld, der Finanzminister hat Mehreinnahmen durch die Steuern. Wissen Sie, was wir tun? Wir geben dieses Geld den Menschen exakt auch wieder zurück. Und genau das ist der Punkt. Es ist wirklich für mich erstaunlich, dass die Sozialdemokratie im Populismus der FPÖ nicht mehr nachsteht, sondern versucht zu kopieren. Ich kann nur sagen, sie haben es durchaus erreicht. Aber das, was tatsächlich für die Menschen zählt und was hier notwendig wäre, ist eine redliche Auseinandersetzung mit den Sorgen der Menschen. Sofortmaßnahmen, August-Familienbeihilfe, Familienbonus, Klimabonus, Antiteuerungsbonus als Sofortmaßnahme, Lohnnebenkostenreduzierung, Pensionistinnen und Pensionisten, Direktive mit dem Absetzbetrag. Das ist das, was faktisch ist. Das andere ist leider in Zeiten des Krieges in Europa, Desinformationskampagnen der Russischen Föderation, alles andere als ein Beitrag zur Sicherheit in unserer Republik. Aber auch da will ich nicht undifferenziert sein. Die Frau Klubobfrau hat gesagt, wir brauchen Zuversicht. Nun, wenn ich Ihnen zuhöre, dann geht die leicht verloren. Auch hier ist es, glaube ich, wichtig, entgegenzuhalten. Dieses Land und die Menschen, die in diesem Land leben, haben tatsächlich eine schwere Zeit hinter sich gebracht. Wir sind im dritten Jahr der Pandemie, wir haben den Krieg, wir haben die Inflation, wir haben die Teuerung. Aber das, was ich den Österreicherinnen und Österreichern von dieser Stelle aus mitgeben möchte und den Menschen, die in Österreich leben, wir sind bisher aus diesen Krisen stärker hervorgegangen, als wir hineingegangen sind. Die Gesamtwirtschaftsleistung aller, die hier dazu beigetragen haben in Österreich, ist gestiegen, trotz der Krise. Wir haben Rekordbeschäftigung, wir bauen weiter Schulden ab und wir haben trotz dieser horriblen Umstände auf der Welt weiter Wirtschaftswachstum. Das sind die Fakten, mit denen Sie sich auseinandersetzen können, die werden auch nicht durch ein Lächeln zunichte gemacht. Sie sind einfach das, was gerade in Österreich passiert. Zuversicht geben, keine Worthülse, sondern den Menschen tatsächlich Mut machen. Denn dieses Wirtschaftswachstum, die Zahlen, Daten, Fakten, die ich Ihnen jetzt genannt habe und auch den Jungen hier oben auf der Galerie, die sind nicht eine Leistung der Politik, die sind die Leistung der Menschen in diesem Land. Und ja, wenn es um Zuversicht geht, dann geht es ganz klar darum, Krisen zu benennen, sie nicht wegzureden, sie nicht kleinzureden, aber den Österreicherinnen und Österreichern und Menschen, die in Österreich leben, aber auch klar zu sagen, wir werden auch diese Krise meistern und wir werden stärker daraus herausgehen, als wir hineingegangen sind. Im August, September, Oktober werden die Menschen die Entlastung spüren, so Bundeskanzler Karl Nehammer jetzt in seiner Wortmeldung. Er rügt die SPÖ für ihren Populismus. Unter anderem, so Nehammer, stimmt die SPÖ gegen die Valorisierung von Sozialleistungen nur aus parteidaktischem Verhalten, so Nehammer. Er betont, die Arbeit der Bundesregierung etwa beginnt, die 18 Milliarden Steuerreform jetzt zu wirken oder die 13. Familienbeihilfe mit 180 Euro, die beschlossen wurde. In Richtung Preisdeckel, meint Nehammer, Preisdeckel funktionieren nicht, wie man bei anderen Ländern sehen kann. Das Teuerungspaket wurde ja im Juni beschlossen. Noch nicht beschlossen wurde die Valorisierung von Sozialleistungen wie Familien- und Studienbeihilfe
sowie die Abschaffung der kalten Progression. Da sollen ja erst im Sommer die Richtlinien erarbeitet werden. Als nächstes zu Wort gemeldet hat sich Christoph Matznetter von der SPÖ. Er weiß, dass er 10 Minuten nicht überschreiten darf. Bitte. Herr Präsident, Frau Staatssekretärin, die Herren auf der Regierungsbank, werte Kolleginnen und Kollegen, aber vor allem geschätzte Zuseherinnen und Zuseher. Was Sie jetzt erlebt haben, ist durchaus erstaunlich. In einer der schwierigsten Situationen dieser Republik hält der Herr Nehammer, und ich habe den Amtstitel jetzt bewusst weggelassen, weil Sie es nicht respektieren, welches Amt Sie haben, eine Büttenrede hier, die so tut, als wäre die Opposition schuld. Sag einmal, in einer Situation, Herr Nehammer, wo die Gasspeicher nicht füllbar sind, wo mittlerweile gesperrt wurde der Hafen für die Ausfuhr von kasachischem Rohöl, immerhin 40% des österreichischen Bedarfs, eine Situation, die überkritisch ist, haben Sie hier nicht sich herzustellen und sagen, ich bin ja kein Gast da. Nein, stimmt. Sie können nämlich von der Mehrheit hier beigeschafft werden. Sie sind Chef der Verwaltung und haben hier zu rechtfertigen, was die Regierung macht. Nicht Oberlehrer, nicht Belehrung, nicht Runtermachung. Alles nicht Ihre Aufgabe. Jetzt hätten Sie andere Aufgaben, Herr Bundeskanzler. Und Sie brauchen nicht die Steigbügelhalter so einer Politik, brauchen sich nicht aufregen. Kommen wir, als vor 110 Jahren ein Eisberg die Titanic aufgerissen hat, gab es einen Kapitän, der lässt das Orchester spielen. Und an das erinnert mich die Situation. Wir beobachten das Problem. Wir beobachten das Problem. Zu einem Zeitpunkt, wo Hunderttausende nicht wissen, tausende Betriebe keine Information von ihnen haben, wie sie in der Krise umgehen wollen, erklären sie, wir haben ja ein Superpaket, schuld ist die SPÖ, die stimmt einer Valorisierung nicht zu. Wo ist denn der Antrag hier? Hat ihn jemand gesehen? Nein, es ist heiße Luft der Regierung, die nicht einmal im Parlament liegt. Sehr unglaublich, was Sie hier machen. Und wenn jetzt Kommentatoren, und ich empfehle all jenen, die nicht immer den Standard lesen, zum Beispiel heute mal den Hans Rauscher zu lesen, geht das weiter so mit der Regierung? Die ÖVP, aber auch die Grünen haben keine stringente Krisenpolitik. Lesen Sie den Beitrag. Ich glaube, dass er Ihnen schön macht, weil ich nämlich glaube, dass Sie nicht nur nicht können, ich glaube, dass dahinter Absicht besteht. Und ich komme auch gleich, warum ich das sage Ihnen. Wir fordern einen Preisdeckel, und jetzt muss man den Menschen erklären, diese Stromrechnung, die Frau Dr. Rendi Wagner hat das Beispiel der Pensionistin genannt. Diese Stromrechnung ist ja aufgrund eines Preissystems, von den Leuten hören, das sei komisch. Ich möchte Ihnen erklären, welches System herrscht. Das teuerste Kraftwerk bestimmt den Preis für den gesamten Strom, der eingekauft wird. Das wäre so, wie wenn Sie Ihren Ehemann oder Ihre Ehefrau einkaufen schicken, der studiert alle Flugblätter, geht in das Geschäft mit dem teuersten Preis, aber kommt dann zurück und sagt, Schatzi, noch besser, ich bin auch in die billigeren Geschäfte gegangen, aber ich habe das Geld dort als Trinkgeld lassen, weil ich zahle ja immer gerne den teuersten Preis. Und dieses Geld kommt aus Ihrer Tasche als Konsumentin und Konsument und füttert Milliarden für Aktionäre. Und das ist die Absicht der ÖVP. Und deswegen will sie keine Kontrolle. Deswegen will sie nichts dagegen tun. Und unsere Anträge, die Richtwerte der Mieten nicht zu erhöhen, was wurde da gemacht? Abgelehnt. Vertagt. Dabei hätte man verhindern können, dass zumindest die Miete bei vielen steigt. Warum? Weil der Haus- und Grundbesitzerverband ja unter den Großspendern 2017 war. Wir wissen ja, warum es so ist. Aber hören Sie auf, Klientelpolitik zu machen. In einer der schwersten Krisen, die wir haben, machen Sie weiter Klientelpolitik. Die abzulehnen, die Übergewinnbesteuerung. Die Regierung in Griechenland sind ja keine Kommunisten, ist ein
konservative Regierung. Natürlich schöpfen die das ab. Das ist ein Anreiz sonst dazu, den Leuten weiter das Geld aus der Tasche zu ziehen. Natürlich muss es abgeschöpft werden. Das kann man denen nicht lassen als Beute. Was macht die ÖVP? Sie ignoriert es. Und dann applaudiert auch noch der Koalitionspartner. Wir haben bei der ÖVP bei solchen Sachen nie applaudiert, auch nicht als Koalitionspartner. Das können Sie sich merken in der Frage. Selbst auch der Energieberater, dessen Windkraftwerke jetzt gut kassieren. Auch dann kann man nicht applaudieren. Aber gut, kommen wir zurück. Maßnahmen. Preisdeckel sowieso. Übrigens, wenn ich heute schon gesagt habe, lernen Sie Geschichte zur ÖVP. Es gab ja wirkliche Bundeskanzler, nicht nur welche, die Polemik hier führen. Berühmte Bundeskanzler der ÖVP. Die haben aber in so einer Krise mit der Inflation was gemacht? Preisregelung. Weil die wussten offenbar noch, was fürs Volk und fürs Land gut ist. Das hat der Rest verlernt. Keine Ahnung. Nur für die Aktionäre. Ausschließlich. Und das ist furchtbar. Weil es in so einer Situation braucht eine Regierung, die bereit ist, einzugreifen und die Not der Menschen und Betriebe zu senken. Sie haben keine einzige Maßnahme gemacht, um die Preise runterzubekommen. Keine einzige. Sie haben keine Übergewinne besteuert, sie haben keine Preisregelung eingeführt, sie haben nicht gekämpft gegen dieses System der unerlaubten Höchstpreisverordnung wie das Merit-Order-System beim Strom. Und sie bringen uns eine Situation, wo sie beobachten, wenn wir kein Gas mehr reinkriegen, wo sie beobachten, wenn das Öl abgeschnitten wird. Und der Gipfelpunkt von dem ist, dass der Herr Nehammer uns hier erklärt, wir befinden uns im Krieg. Ich kann an der Stelle sagen, Österreich ist ein neutrales Land. Wir befinden uns nicht im Krieg und es ist auch nicht Ihr Recht, einen Krieg zu erklären. Das ist in einer Demokratie nämlich Aufgabe des Parlaments. Wir wollen keinen Krieg und wir stehen nicht im Krieg. Ja, dort, so ist die Situation und wir sind ein friedliches Land und stehen nicht im Krieg. Auch nicht, wenn der Herr Nehammer das behauptet. Danke, meine Damen und Herren. Als Büten, also Faschingsrede, bezeichnet der Wirtschaftssprecher der SPÖ die Rede des Kanzlers. Er weist die Anschuldigungen zurück, die SPÖ würde bei Entlastungen nicht mitgehen. Die ÖVP betreibt Klientelpolitik, so Matznetter, etwa mit der Weigerung, einen Preisdeckel einzuführen, wolle man die Aktionäre finanzieren.